anderes Fenster. Also ich glaube jetzt eigentlich mal nicht. Aber trotzdem, ich will ja nur fragen. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Es dürfte jetzt eigentlich Tag sein. Ah, ha. Toll. Und es ist noch immer Nacht. Ich freue mich schon auf die craftbare Uhr im Halloween-Update. So, was haben wir hier? Kisten, Kisten, Kisten. Ja. Nicht gecheatet oder so. Ah, stehe ich falsch. Hier, so. Geh auf. So, was haben wir noch? Nichts, nichts. Oh, nichts. Wahnsinnig interessantes jetzt. Oh, sieht ganz gut aus hier eigentlich. So, Erdgeschoss. Hier hast du etwas Papyrus, das angepflanzt. Getreide und Bambus. Es ist immer noch Papyrus. Wollte ich nur anmerken. Bringst mich da. Ja, jetzt geh halt da rein. Bringst mich da etwas durcheinander. Getreide und Bambus und Papyrus und so. So, hier, Getreidefarm. Nett. Mit Wasserfall vom Haus runter. Cool. Will ich auch. Ja, sieht ganz nett hier aus. So, und jetzt muss ich mich ganz kurz dahin was. Da hinten standen noch ein paar Schilder. Da kann ich mich noch vom letzten Mal erinnern. Hier war erst einmal eine Fackel. Ich glaube, die sollten mich darauf hinweisen, dass ich hier hingehe. So. Erste DND-Sprengung. 10 Blöcke. 5.10.2010. Also. Über. Fast 15, 14 Tage. Bevor dieses Video entstanden ist. So, hier. Ist schon ganz ordentlich. Aber. Das hier. Das ist richtig cool, finde ich. Zweite TNT-Sprengung, 70 Blöcke. Wie hast du die dann eigentlich platziert? Hast du dir da eine Höhle gegraben und die dann rein platziert? Also, dass du dich, sagen wir mal, hier hingebuddelt hast und die hier hingestellt hast? Oder hast du da immer einzelne Löcher gegraben? Oder wie hast du das gemacht? Sag mir das auch mal. Schreib das in die Kommentare drunter, soll ja wieder wissen. Und das hier, das finde ich besonders cool. Dieses MC ist eine Gedenkstätte für den besten Minecraft-Let's Player, MacDuty. Danke, 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 danke. Freue ich mich jetzt noch drüber. Hab dich lieb. Ja, hab euch alle lieb. Seid ja meine Abonnenten. Nee, Scherz. Scherz, ja, nicht Scherz, ja. Nicht jetzt falsch verstehen. Ich mag euch alle. Ihr habt mich abonniert, deshalb mag ich euch. Auch die mich noch nicht abonniert haben, aber es hoffentlich tun werden. Hoffe ich doch, oder? Naja, egal. Ich rede gerade so ein bisschen vor mich hin. Ich habe gerade nichts anderes zu tun gehabt. So, ja. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Muss ich jetzt wieder so gehen? Auf jeden Fall hat mir die Welt ziemlich gut jetzt eigentlich gefallen. Also es ist sehr schön, schön geworden hier mit diesen ganzen Farmen und so. Was ich mir allerdings mal wünschen würde, dass jemand eine Welt mit so einer richtigen oh, mit so einer richtigen entweder mit so einem richtig coolen Minecart-System macht oder eine Welt mit einer coolen Redstone-Schaltung. Da würde ich mich drüber freuen. Sehr drüber freuen sogar. Ja. Und hier sehen wir jetzt nochmal das MC von der Ferne. Also, ja. Schöne Welt, wie gesagt. Schaut sie euch auch selber an, wenn ihr glaubt, ich habe was übersehen. Ups, dann könnt ihr das hier anschauen. Download-Link in der Beschreibung. Und ja. Ich bedanke mich erstmal für die Welt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Abonnieren und so weiter. Ich habe jetzt auch schon die 500, die 300 Abo-Grenze überschritten.
Ja, also ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Das da hinten ist nur so ein Hausansatz, nichts Interessantes. Da war ich letztes Mal da. Dann danke fürs Zuschauen. Abonniert mich, kommentiert das Video, zockt das Spiel, zockt was immer ihr wollt. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei und schaut fleißig weiter meine Videos. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.